Man kann es nicht kochen nennen, das ist unser Problem. Das ist wie mit dem Schwimmen lernen. Und jetzt muss er mal schwimmen. Oder er geht unter. Und Andi, wer sind jetzt unsere Hauptdarsteller? Der Frank und der Tim. Der Frank ist der Papa, der wohl als Sponsor fungiert. Und der Tim hat da ein Restaurant hingestellt bekommen. Was natürlich aber auch also negativ zu sein scheint, denn der Vater pfuscht wohl viel rein. Jetzt hast du mich aber neugierig gemacht. Soll ich parken und da rechts ranfahren und gemeinsam anschauen? Als Koch finde ich ihn mangelhaft. Er ist gelernter Maurer. Also es kommt schon eine gewisse Enttäuschung beim Duch, ne? Aber was hat er denn von seinem Sohn erwartet, dass er als Maurer jetzt das Ding wuppt da drin und mal Gas gibt? Er kommt ja schon so vor wie so ein Superschlaumeier. Sagt er auch, sein Spitzname in der Familie ist Schlaubi. Schlaubi. Der Sohn hat den Laden jetzt schon seit 3 Jahren. Ne? Sie hatten schon auch Köche eingestellt. Ja? Nur die jetzige finanzielle Lage erlaubt es halt nicht mehr. Und deswegen ist der Tim jetzt in der Küche. Also das, was er von schlechten Köchen gelernt hat, das macht er auch genauso schlecht. Die streiten halt den ganzen Tag, oder? Das Einzige, was sie entwickelt hat, sind die Streitpunkte. Wo du fährst wie ein Henker. Ich weiß, Andi. Und wo ist unser Restaurant? Das hier. Ja gut, also eine schöne Terrasse. Also. Wir gehen mal essen. Wir gehen mal lecker essen jetzt, oder? Wir versuchen es. Hallo. Schönen guten Tag, hallo. Ich bin der Fo. Eigentlich heiße ich Frank auch, ne? Du hast auch ja, Frank. Genau. Ja, okay, dein Kollege, ne? Namens Kollege, namens Vetter. Andi. Das Lokal ist schön, es erinnert wirklich de facto schon an Spanien oder in der Westernbar. Es ist schön sauber alles gemacht, irgendwie hat er keine Gäste da, schade, der Ausblick ist schön, es ist gepflegt. Ich hole euch mal die Karte, genau, und dann könnt ihr ja mal selbst erleben, was ein Maurer in Anführungsstrichen zaubern kann. Den großen Salat nach Art des Hauses, da bin ich bereit für sowas, für Vitamine. Das Jägerschnitzel muss auch sein. Und dann hätte ich auch gern das Rumpsteak, circa 250 Gramm Frischgewicht, ja. Und das hätte ich ganz gern. Gebraten englisch Medium, wenn es geht. Wenn es geht. Denn wenn er zaubern kann, kann er das, gell? Wenn sich die Aufregung noch steigert, denke ich mir, dass schon einiges in die Hose gehen wird. Also ist eigentlich ist eine gute Bestellung, die können wir, glaube ich, zügig rausgeben. Die Bandnudeln. Mal in die Mitte. Den Salat. Okay. Art des Hauses. Die Kartoffelsuppe. Die ist auch in der Mitte. Ist es die von dir? Ja. Ist es Kartoffelpüree oder Kartoffelsuppe? Ich weiß nicht, wie du das gemacht hast. Das hat tendenziell so eine Konsistenz, wie es dein Sohn wieder auf dem Bau hatte. Wenn man die Steine so als Mörtel, so als Zwischenfuge. Ich würde sagen, es ist ein Barz, ne? Aber auch ein Barz kann lecker schmecken, ne? Geschmackig ist okay. Die ist von dir. Ja. Ist gut. Okay? Kann ich das Rezept haben? Und? Also die Pasta die ist nicht verkocht irgendwie. Und sie schmeckt irgendwie fad, halt nicht abgeschmeckt, großartig. Aber Feta Parmesan, einfach mal die Kochkunst. Ich esse ja echt gern Salat, aber sowas esse ich nicht gern. Das erste, was ich sehe, ist ein matschiges Blatt. Okay. Das kommt dann bei mir schon mal so auf die Seite. Ja. Und das, was nicht matschig ist, das ist nicht angemacht. Zaubern ist was anderes. Da muss er aufpassen, was er da auch kochen ist was anderes. Es ist alles in Ordnung, es ist aber immer noch keine Kunst gewesen. Jetzt schauen wir mal, was bei den Hauptgängen kommt, ob es mit Kochen zu tun hat oder nicht. Guten Appetit, Andi. Okay, also optisch ist es jetzt halt rustikal, ja. Kann man jetzt aber auch nichts dagegen sagen. Das Fleisch fühlt sich mal durch an. Also bei mir ist es irgendwie besser. In der Mitte ist eigentlich wieder Medium. Kann ich gar nicht so motzen, oder? Schau. Komm her. Jetzt kommt es wieder besser, ne? Oh, nee, das ist okay. Ja. Brauch mal nicht schimpfen, Salz fällt halt, ne? Und einfach gebraten, ne? Ja, musst du kein Koch sein. Der beweist, dass er kein Koch sein muss. Ne? Das geht ja. Auch so, ne? Bloß die Bude ist halt leer. Alles, was ein Koch ausmacht, das hat er noch nicht. Er ist nach wie vor ein Maul für mich, der halt ein Fleisch gebraten hat. Wir probieren ein kleines Stückchen, einfach mal so. Ich bin ein Flammkuchen-Fan, ich mache bei mir im Restaurant auch Flammkuchen. Oh, danke, ich dachte jetzt wieder blindwütig Egoismus, da gibt's mir gar nichts. Vielen Dank, Andi. Nee, nee. Ja, aber der Teig ist nicht gebacken, oder? Nee, das ist roh, ne? Schau. Ja, das ist ein roher Teig. Ja. Und ein roher Teig schmeckt nicht. Mhm. Er war einfach nicht durch, nicht knusprig. Das, finde ich, muss schon sein, wenn man einen Flammkuchen anbietet. Also, und die Garnitur hat an der Garnitur gezaubert, das heißt, irgendwie Tomaten draufschmeißen, Salatblatt draufschmeißen und 3 rote Paprikastreifen. Das ist Zaubern. Sie haben die Soße definitiv abgebunden, das sieht man. Das, also vom Fluss her. Sie aber mit ein bisschen Bratensaft auch. Ja. Aber auch nicht fies, weißt du mich? Ja, es ist nicht fies. Ja. Es ist wirklich, also ich muss sagen, das ist ein gutes Stück Fleisch. Ich habe jetzt ja gerade eben auch probiert mit der Pfeffersoße. Hallo.
Da sehen Sie uns stehen in Reihe und Glied. Hi, ich bin der Andi. Hi. Du bist der Maurer, ja? Richtig. Und der Maurer. Du bist der Schlechter. Ja, richtig. Ja, lustig schaut sich also zwei. So, schaut mal her, wir haben keine Teller. Ist das jetzt ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Das ist die Frage. Wir haben natürlich schon was zu meckern, also sowas wie Salat war jetzt nicht wirklich lecker. Es war halt keine Finesse dabei, es war nicht irgendwie rund vom Abschmecken her. Also das Problem jetzt im Grunde für uns ist, dass es gut genug war, um den Laden jetzt nicht gleich zu schließen, aber halt doch nicht also ausreichend, um den Laden jetzt ganz ja also offen zu lassen. Im Sommer ist es glaube ich eine Goldgrube, würde ich mal vermuten. Ja? Und im Winter ist es halt schwierig. Wir brauchen irgendwie so ein Gesamtpaket, wie man sowas machen kann. Ne? Meine Meinung wäre ganz klar, klein, aber fein. Weil ich der Meinung bin, dass in der Gegend hier es nicht so viele Restaurants gibt, die herausstechend gut sind. Ja, aber kann er das? Er lernt es. Ihr sagt ihm, du musst 3 Grad nach rechts drehen und nicht 7 Grad nach links. Ja, aber kann Frank, das ist so, wenn das so einfach wäre. Ja, dann ist mir klar. Dann stelle ich meinen ganzen Berufszweig in Frage. Wir wollten mit ihm alleine sprechen, weil wir das Gefühl hatten, dass er ein bisschen unter Druck steht. Dein Vater hat mir erzählt, dass du einfach nicht motiviert bist und gar nicht so richtige Vision hättest. Ne? Nee, ich entwickle mich vielleicht jetzt im Winter sehr schlecht, das muss ich auch zugeben, weil ich einfach in so ein Loch reingefallen bin. Ne? Mhm. Aber da war keiner unten, der mich wieder nach oben geschickt hat. Dein Vater nörgelt immer und du verkriechst dich im Keller. Also das ist nur, die Konstellation ist ein bisschen unglücklich, würde ich mal sagen. Er hätte schon längst viel weiter sein können, wie er jetzt ist. Und es hat alles eher verschlafen. Ich glaube, durch die Fehler, die du machst, hat dein Vater immer die Möglichkeit, dich zu tyrannisieren. So, wir haben unser Resümee jetzt mal für den ersten Tag gezogen. Wir möchten einfach, dass du dich aus der Küche ein bisschen raushältst, damit er ein bisschen freier denken kann. Ich glaube, du hast das irgendwie beeinträchtigt, so die Kreativität. Dich nehmen wir mal in die Mangel. Ja? Hausaufgaben auf morgen. 2 Gerichte, neu, die aber du uns morgen mit auch mit Finesse, ja? Raffiniert. Ja? Und nicht jetzt nur ein Steak in die Pfanne. Ne? Okay? Sondern wir wollen was sehen. Ja? Wir wollen dich ein bisschen aus dem Keller holen. Das ist eine Herausforderung für mich. Ich bin noch nie gefordert worden. Ich bin mal sehr gespannt, wie die Hausaufgabe ausfällt. Denn er entscheidet morgen über seine Karte, obwohl wir sie schreiben werden. Ob es gut wird, das werden wir morgen sehen. Ich bin guter Dinge, dass das Essen gut läuft. Das ist wie mit dem Schwimmen lernen. Wenn man erstmal reingeschubst wird, entweder man schwimmt oder man geht unter. Und jetzt muss man mal schwimmen. Oder er geht unter. Hallo, so. Guten Morgen. Hallo. Seit 30 am Arbeiten. Hi. Hallo, moin. Na? Erzähl mal, was hast du ausgedacht? Also ich mache einmal eine frische Forelle. Was gibt's dazu? Ein Salat mit Basilikumpesto. Dann gibt es eine Kalbsroulade mit grünem Spargel gefüllt. Mhm. Und Weißweinsoße mit Butterschwenkkartoffeln. Ja, das klingt doch schon mal theoretisch, oder? Theoretisch klingt's gut. Theoretisch klingt's gut. Praktisch kann es auch gut sein, muss aber nicht. Ich bin jetzt praktisch dein Lehrling. Jetzt erklär mir doch das, was du da machst. Das ist jetzt die Kalbsoberschale, die habe ich dünn geschnitten. Okay. Die würze ich mit Pfeffer und Salz. Okay. Von beiden Seiten mache ich das. So, jetzt Senf, ein bisschen verstreichen. Okay, ich hoch zu. So, und dann habe ich hier Schinken. Okay. Den lege ich hier rein. Auf was musst du dann aufpassen, speziell beim Würzen? Gute Frage. Gute Frage. Also Antwort hierfür ist, du hast ein Parmaschinken oder ein Pata Negra, ja? Die sind an sich sehr salzig. Ja? Ja. Wenn du dann einfach das Fleisch salzt und dann mit dem salzigen Schinken reinfährst, kann es sein, dass das Endprodukt am Schluss sehr salzig ist. Also da habe ich jetzt Spargelwasser aufgesetzt. Das würze ich mit Salz und Zucker. Okay. Dann lasse ich das aufkochen. Den Spargel halbiere ich. Du weißt schon, wir haben mit zweierlei Spargel zu tun in der Saison. Ja. Und der grüne Spargel wird anders gekocht wie ein weißer Spargel, das weißt du auch. Der grüne braucht weniger Zeit. Der grüne braucht weniger Zeit und der braucht nur Salz im Wasser. Okay. Der weiße Spargel braucht im Wasser Salz, Zitrone, Zucker, Butter, bisschen Weißbrot und wenn es geht, ein bisschen Orangensaft. Mhm. Das ist der Unterschied. Ja? Okay. Sollte man wissen. Das, was ich wusste, wurde widerlegt. Man kann das nicht kochen nennen, das ist unser Problem. Was sind die Forellen hergebracht auf die Schnelle? Die kommen direkt aus Uetze, okay, vom Bekannten, der züchtet die. Okay. Und da haben wir heute Morgen gefischt. Schön. Heute Morgen um 8 Uhr. Okay, das ist Engagement, ne? Ja. So. So. Kann man so lassen, gell? Ja, ich würde es ein bisschen abklopfen noch, ne? Ist ja sonst schon ein halber Leib Brot, ne? Und jetzt rüber? Ja, toll, passt so nicht rein. Jetzt haben wir vielleicht ein Problem, dass die Forelle zu groß ist für die Pfanne. Ja. Komisch, gell? Ja. Das ist verrückt. Aber mit solchen Problemen muss man leben. Das heißt, als Alternative, vielleicht eine größere Pfanne.
Ja, jetzt wird es schwierig. Wenn den Kopf kann man sowieso nicht essen, ja? Für viele finden es auch, dann schneiden wir hier auch noch ein bisschen ab, wenn man es sowieso auch nicht essen kann. Jetzt haben wir nicht die Größe, dass es reinpasst. Und das nenne ich schon wieder einen schlauen Vorgang. Darf ich es für dich reinlegen? Ja, gerne. Okay. Was hast du jetzt? Sind nur Speiseöl? Ja. Okay. Und also ich mache zum Schluss dazu noch ein Stück Butter. Okay. Dann kriegt das noch ein bisschen goldfarbenes Aroma. Er war nicht unbedingt talentfrei, also er hat irgendwie gezeigt, dass was geht. Ich kann jetzt von dir erwarten, dass du zwei Hauptgerichte auf einmal anrichtest, ja? Und zwar alles auf den Punkt. Das muss jetzt drin sein. Du hast 80 Sitzplätze oder im Winter 50 oder 40. Ja. Und das sind zwei Gerichte nichts. Was ihm völlig entfremdet war, war Zeitmanagement, war Organisation, war Effektivität. Man hat den Druck und den Stress und mit dem muss er klarkommen. Wenn er das nicht schafft, dann ist es hier für die Katz. Kannst du dir nicht vorstellen, dass der Tim den Laden ganz allein macht? Im Moment noch nicht. Warum? Dazu fehlt ihm das i-Tüpfchen auf der Speisekarte und auf seinen Kochkünsten. Vielleicht blockierst du ihn mit deinen Mäkeleien und er traut sich nichts mehr machen. Könnte ja sein. Wenn ich ihm gesagt hätte, geh mal zum Angeln und hol einen Fisch, dann hätte er mich ausgelacht. Wenn du ihm sagst, geh zum Angeln und hol einen Fisch, dann rennt er los und holt sich eine Angel. Der Vater ist der Vater. Es war schon immer so und ist halt auch weiterhin so. Es ist schon sehr schwierig, mit einem Elternteil zusammenzuarbeiten. Versuch doch, ihm also über den hinteren Weg also etwas zu geben. Jetzt also nicht vornherein zu erzählen, dass da Schnittlauch oder Petersilie drauf muss, sondern hinterherum zu sagen, komm, Sohn, lass uns doch mal essen gehen. Schau doch mal, wie die das kochen. Also grundsätzlich können wir keine Menschen verändern, aber wir können ein paar Denkanstöße geben. Der Denkansatz ist schon richtig. Ich versuche es ja auch. Ich kann es nur nicht garantieren. Das Gericht, das er heute gemacht hat, hat er mir die zwei Gerichte, anderthalb Stunden hat er gebraucht. Das macht keinen Sinn. Und er weiß auch nicht, wie man es also umsetzen könnte in einem normalen Restaurantbetrieb. Um das geht es ja auch. Er hat aber hier ein normales Restaurant. Deswegen würde ich sagen, wir machen ihm das Leben einfach und kochen ehrliche Produkte, aber halt vom Feinsten zubereitet. Ich habe ja das in der Mezzo hier beim Kochen nicht mitgekriegt, sondern ich habe nur das Endergebnis mitgekriegt und das war wirklich super, es war kreativ und es war lecker und war auch schön angerichtet. Ja, so kannst du eigentlich stolz sein auf deinen Sohnemann. Und morgen ist dann machst du die letzte große Prüfung und wenn er die geschafft hat, dann geht's gemeinsam in die Zukunft, ja? Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Fleißig seid ihr schon. Cool. Okay, motiviert seid ihr auch? Gut, ich sehe ja da ein Lächeln drin, oder? Ja, ja? Immer. Ja, aber ein bisschen Motivation braucht ihr heute, denn heute ist echt nochmal Stress am Start. Es ist nochmal sehr, sehr wichtig, dass wir seine Grundkenntnisse festigen, dass er ein paar Abläufe in der Küche mitbekommt. Wir machen jetzt unser Wasser fertig fürs pochierte Ei. Das ist Essig, ja, damit das Eiweiß schneller gerinnt. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du einen Strudel erzeugst. Ja? Ja, damit sich das Eiweiß um das Eigelb schmiegt. So siehst du, wie jetzt das Eiweiß sich um das Eigelb gibt. Ja, weißt du, was du mit den Eiern auch machen kannst, was sehr lecker ist? Wenn sie kühl sind, mit Öl einreiben und dann salzen. Warum dann mit Öl einreiben? Dass das Salz sich runterpoltert, muss ja irgendwie haften. Ja? Mhm. Dann pfeffern, dann melieren, Ei und dann rauspanieren, ja? Mit der Semmelbrösel und dann rausbacken. Sehr, sehr geile Nummer. Ja? Wir müssen weitermachen mit unserem Gulasch, das muss auf den Herd. Komm mal rüber zu mir. Wir braten jetzt das Kalbsfleisch an, ja? Das ist die Oberschale. Schau, das haben wir dann. Das geht also in die Pfanne. Okay, mach ein bisschen Olivenöl rein. Jetzt kommen die Zwiebeln dazu, ja? Die rösten wir auch nicht großartig an, ja? Weil manchmal ist es so, dass Röstsoftware viel Aroma bringt, aber wir wollen ja ein helles Blanket, also ein helles Kalbsgulasch. Dann ist es besser eben nicht mit der großen Röstaroma reinzufahren, weil Kalbfleisch ist ein zartes Fleisch, kann gerne mal einfach schwimmen in so Sahnesoße, das ist dann schon fein, ja? Die meiste Bindung kommt über die Zwiebeln, ja? Und du gehst immer vom Anteil ein Drittel Zwiebel, zwei Drittel Fleisch, ja? Beim klassischen Kalbsgulasch, ja? So, dann machen wir ein bisschen Mehl mit dazu. Das ist so eine alte klassische Methode, die liebe ich eigentlich. Das haben Köche vor uns gemacht, seit 100 Jahren wird das so gemacht. Und dann muss man nicht immer alles in Frage stellen. Ich habe jetzt hier die ganzen Gemüse schon fürs Ratatouille gerichtet. Die haben aber verschiedene Garzeiten. Das heißt, wir müssen sie in der richtigen Reihenfolge anbraten. Grundsätzlich fangen wir mal mit den Zwiebeln an. Und die Kräuter. Jetzt tun wir es nur noch ganz, ganz leicht kochen lassen. Ja, ich habe jetzt hier Rosmarin und Thymian. Für den Tim ist, würde ich sagen, 95% Neuland. Also er fängt schon bei Null an. Und, aber dafür ist er recht gut. Das hast du mitgeklärt. Die hat jetzt ewig gekocht, ja? Die Bolognese. Ja? Jetzt machen wir frisch dazu Rosmarin, Thymian und Knoblauch gehackt. Ja? Etwas Curry. Wir machen noch ein bisschen Chili dazu, ja? Kommt jetzt ein bisschen Honig noch mit rein, ja? Balsamico, jetzt machen wir ein bisschen Orangenabrieb, also wir machen ein bisschen sizilianische Variante, ja? Karotten und Lauch. Jetzt rühr, schön rühren. Und jetzt einmal
Essen fassen. Scheiße, ist die geil. Geil. Ist wohl mördermäßig, oder? Das ist ein geiles Produkt, oder? Tim, hast du ganz kurz Zeit? Wir gehen schon raus. Ich habe eine kleine Überraschung für dich. So, es gibt noch eine kleine Überraschung für euch. Ob ihr es glaubt oder nicht. Tada. Wow. Yeah. Ist cool, ja. Oder? Ja. Bis zur Seeblig-Restaurant. Das ist richtig cool. Ja, das soll so ein kleines Zeichen von uns sein für euren Neustart. Es soll alles neu anfangen. Gutes Essen, gute Laune. In einer Viertelstunde richten wir sämtliche Gänge an und präsentieren den neuen Geschmack des Hauses Pisteur. Du bist ja der Erste, der einfach das Essen testen sollte. Weil ich soll mal reinnehmen, wie was dir am besten schmeckt. Lass es uns wissen. Hervorragend. Ich mag das alles. Wurst, der ist für mich absolut genial. Der Frank ist zufrieden. Also ich denke, dass er schon verstanden hat, was wir machen wollten. Du darfst bei uns jeweils eine Woche oder ein paar Tage so, wie es halt gerade reinpasst, ein bisschen auf Stage gehen. Kannst mal bei uns in die Küche reinschnuppern. Cool. Also ein paar Tage beim Fo, ein paar Tage bei mir. Das ist eine einmalige Chance, die ich habe. Und die werde ich auf jeden Fall nutzen. Und hier würde ich gerne anbieten, dass, wenn du das machst, dass ich dir diese Woche immer finanziere. Ich bezahle dir das aus meiner Tasche, wenn du das machst, um dich weiterzubilden. Das war eine Belohnung, Vertrauensbeweis, alles zusammen. Ich wollte Tim mit dieser Aktion zeigen, dass ich ihm vertraue, dass ich denke, dass er seinen Weg in diesem Metier finden wird. Also herzlich willkommen in Uetze im Restaurant. Pistors! Es war doch überhaupt gar nicht so einfach, denn wir haben keinen Koch vorgefunden, sondern Maurer. Er hat so wahnsinnig Gas gegeben, dass uns die Kinnlade irgendwann unten auf 7:30 hing. Denn so eine schnelle Auffassungsgabe haben wir sehr, sehr selten vorgefunden. Das muss man einfach mal sagen. Ich war sehr stolz auf Tim. Er hat den Sprung vom Maurer zum Koch geschafft, in meinen Augen. Der Frank hat eingelenkt und lässt seinen Sohn, glaube ich, jetzt in Ruhe. Es ist auch besser so, weil nämlich Tim in der Küche recht gut steht. Ich möchte sagen, Andi und ich, wir haben das Restaurant gecheckt. Ihr seid irgendwie für gut befunden. Und wir wünschen euch eine positive, großartige Zukunft mit viel Erfolg. Okay. Okay.